Man sollte auch daran denken, dass sich rote Karten auf die Mauern beziehen, blaue Karten auf den Turm und grüne Karten auf die Offensive. Dies sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man darüber nachdenkt, ob man sich auf die Steinbrüche, die Magie oder die Kreaturen konzentriert. Allerdings ist mir aufgefallen, dass es in den Überlegungen der meisten Arkomate-Spieler eine vorhaltende Tendenz gibt, die man gegen sie ausnutzen kann. Wenn sie anfangen, blaue Karten auszuspielen, kann ihnen das zum Verhängnis werden. Was? Na gut. Uns soll es gleich sein. Wir, beziehungsweise ich, kennen die Regeln. Und unsere Helden werden sich das schon recht schnell aneignen. Jetzt sollten wir aber erstmal zurück ins Dorf. Licht. Ja, schon besser. Aber sehr schön. Wir haben die Goblin-Invasion abgewendet. Auch wenn es wahrscheinlich nicht wirklich eine Armee war, sondern echt nur ein kleiner Stoßtrupp. Die Armee lauert noch irgendwo in den Hügeln. Da hatten wir einen Brief gefunden, dass man erst irgendein Signalfeuer anzünden muss. Und oh, noch eine Ader. Also irgendein Signalfeuer muss hier noch sein. Wir wissen nur nicht, wo. Und wir sollten das nicht unbedingt nachts suchen. Schlafen wir mal ein paar Stunden. Bitte kein Nebel, bitte kein... Ah, sehr schön. Also, Signalfeuer. Also auf den Wegen wird es nicht sein. Es wird irgendwo einigermaßen versteckt sein, dass ein Goblin dahin laufen kann, das anzünden, dann wissen alle dann Bescheid. Guck mal hier auf den Hügel rauf. Sieht ganz schön karg aus. Da ist der Altar, wo man beten kann. Da hinten, ne. Ja, nö. Das werden wir bei Zeiten machen müssen. Wenn wir etwas schneller vorankommen können, wie soll mit dem Fliegen. So auf die Schnelle in der Wildnis irgendein Lagerfeuer finden, könnte schwierig werden. Das heißt, zurück zum Dorf. Springen wir einfach hier runter. Obwohl, warte mal da hinten. Was ist das da hinten? Sah aus wie ein Brunnen. Komische Stelle für einen Brunnen. Nö, hab mich verguckt. Okay, dann halt hier runter. So, kleines Dorf. Oh, wer steht hier der Name von dem Dorf dran? Tal der Hügelgräber. Osten, Erassia. Erassia ist das Gebiet der Menschen. Da könnten wir bei Zeiten auch hin. Vor allem eventuell sollten wir das sogar. Also es gibt jetzt drei nahegelegene Gebiete. Die sind auch ungefähr vom Schwierigkeitsgrad angepasst. Also einmal zu den Menschen, einmal zu den Elfen, einmal zu den Zwergen. Wobei wir bei den Zwergen direkt zwei Aufträge haben. Einmal uns mit dem König gut zu stellen, dass der unser Schloss repariert. Und dann noch in den Hügelgräbern die eine Gruft zu finden für die Initiation zum Mönch. Trotzdem denke ich, dass Erassia ein guter nächster Schritt wäre. Da könnten wir so um den Pferden hinreisen, wenn wir eine Kutsche finden. Den könnten wir da ein wenig Geld ausgeben, Ausrüstung kaufen und so weiter. Weil unsere Händler hier im Dorf haben ja nicht so die tollen Sachen, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Guten Tag. Wir würden gerne verkaufen. Dich, dich, dich. Und das war's erstmal. Danke, bis dann. Guten Tag. Darf ich helfen? Dich, 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 dich und dich. So. Jetzt hat sie erstmal genug Platz. Jetzt kann eine ganz andere Ramsch zu ihr. Was ja nicht wirklich viel ist. Braucht irgendjemand noch einen Helm? Ja. Du. So. Also zwei Waffen und eine Rüstung. Guten Tag. Darf ich helfen? Danke. No. Guten Tag. Hast du vielleicht was Neues? Haben wir schon. Kette der Erdresistenz. Problem ist halt, da eine Verzauberung drauf ist, auch wenn sie nicht besonders viel bringt, weil zwei Erdresistenz nicht viel ist, dadurch kostet es gleich wesentlich mehr. Hast du ein Schild schon gekauft? Ja. Also die Schildfähigkeit. Kette, Schild, Kette.
Na gut, kaufen wir für dich Schild und für dich Kette. Körperresistenz. Standard? Ja, kaufen lieber den da. Danke. Dann kriegt sie jetzt auch noch ein Schild. Jedes bisschen Rüstung hilft. Und das können wir bei dem Kinkalizin-Händler verkaufen. Gibt es vielleicht auch gleich eine neue Stufe? Müssen wir auch gucken. Erstmal dem Vater sagen, dass sein Sohn gestorben ist, was keine nette Aufgabe ist. Auftrag. Tod? Oh nein. Aber das sind eindeutig seine Karten. Ich will sie nicht. Ihr könnt sie haben. Das Spiel hat mich schon genug gekostet. Ach, armer Aeron. Ich habe ein wenig Geld, das ich euch für eure Hilfe überlassen kann. Und danke, dass ihr herausgefunden habt, was Aeron passiert ist. Also, Geld, Erfahrungspunkte und ein verfluchtes Kartenspiel. Was kann man mehr wollen? Kein Level-Up, schade. Oh, warum haben wir wieder schlechten Ruf? Also irgendwie, egal was wir anstellen wollen, irgendwie kriegen wir immer schlechten Ruf. Naja, gucken wir mal. Verkaufen, 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 verkaufen. Alles weg. Hast du was Schönes? Kraft 5, Kraft 8, Glück plus 3. Nö, nicht so wirklich. Also ja. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Hier hält uns momentan erstmal nicht viel. Zwerge wäre der nächste Schritt, aber wir gucken mal, wohin uns die Kutsche bringen kann. Hallo, ihr wollt reisen? Tulearanischer Forst. Nein, da wollen wir nicht hin. Also Kutschen gibt es allgemein jeden Tag eine. Also fast jeden Tag eine. Und man kann ja nicht sagen, ich möchte jetzt woanders hin. Der fährt halt nur heute, nur dahin. Das heißt, wir holen uns Proviant. Genießt euren Aufenthalt. Schlafen eine Nacht. Und gucken dann, wo die nächste Kutsche hinfährt. Natürlich könnten wir auch direkt dahin laufen, aber wir sind die Lords von Harmondale, verdammt. Hallo, ihr wollt reisen. Es geht sofort los. So, Erassia. Das ist mal eine richtige Stadt. Mit fliegenden Greifenwachen und allem. Aber zuerst, wenn wir in der Stadt sind, sammeln wir Hufeisen ein. Weil die sind sehr wichtig. Wo ist der dritte Hufeisen? Da. Erfrischend, erfrischend, erfrischend. Brunnen macht schon mal nichts. Okay, wir wollen Geld ausgeben. Gehen wir doch mal direkt hier ins Zentrum. Da scheint schon mal eine Ausbildungsstelle zu sein. Ihr wollt ausgebildet werden. Kondition, Waffenmeister, nix, nix. Ja, merken wir uns aber. Also da hinten Stelle. Hier Trainingshalle. Und hier sind gleich die Schmiede. Sehr schön. Wir würden gerne was lernen. Nämlich Platte. Und das war's. Besonderes. Eine Plattenrüstung für 2200. Ja, genau. Deswegen habe ich durchgehend die schäbige Rüstung im Inventar behalten. Damit wir nicht eine neue kaufen müssen. Und du siehst ganz schick aus. Du machst plus 8. Die, die wir haben, haben plus 6. Ja, du bist auch gekauft. Intellekt plus 3. Dafür ganz schön happig. 442. Ja, nee. Wir kaufen einmal den. Damit wir diese Stachelhelme loswerden können. Offiziers-Lederrüstung plus 10. Die kaufen wir auch zweimal. Danke, bis dann. So, du machst nämlich 4 plus 2 und du machst 10. Das ist besser. Du hast 6. Du hast 4. Nee, hab ich lieber Intellekt. Du kannst das jetzt endlich anziehen. Ja, das sieht doch mal schick aus. Also, naja, die ist ganz schön verbeult und dreckig und so, aber 20 Rüstungsklasse. Da kann man absolut nicht meckern. Und irgendjemand hat noch einen Stachelhelm. Genau du. So. Oh, und den Kristall. Dingens hier. Oder Silberhandschuh. Den kannst du auch mal anziehen. Hör mal, ich weiß das nicht. Daran müssen wir unbedingt arbeiten. Sie braucht Erkennen auf Experte so schnell wie möglich. Aber genau, Hufeisen. Wer bekommt diesmal die Hufeisen? Wären 6 Fähigkeitspunkte. Sie könnte Luftmagie gebrauchen. Klick, klick. Luftmagie 4. Könnte sie Experte werden und dementsprechend den Blitzstrahl lernen. Das wäre sehr schön.
Meditationsexperte brauchen wir auch. Sie braucht alles. Sie braucht Geistesmagie ebenfalls auf 4. Sie braucht Meditation auf 4. Ja, ich denke, Lay wird das bekommen. Will sie zwar jetzt nicht direkt... Ah, doch, kann sie einsetzen. Und zwar... Kannst du Schild auf... Wow. Das ist ja praktisch. Priester kann Schildmeister werden. Das heißt, sie hält später doch noch ein bisschen mehr aus. Das ist sehr gut. Sollte ich später auch steigern. Wie schaut's mit Kette aus? Experte, Lederexperte. Später, später, später. Erstmal jetzt Geistesmagie. So. Und weiter umschauen. Hier unten sind anscheinend Privathäuser. Wir finden irgendwelche Lehrer. Mitglied in der Geistesgilde sind wir schon. Kopfjagd, Kreuzritter, nö. Körpergilde sind wir auch schon. Seelengilde, Osch. Prinz der Diebe. Passt auf euren Geldbeutel auf, solange ihr hier seid, mein Freund. Stedwick ist voll von Dieben. Um genau zu sein, ist es wahrscheinlich die Hauptstadt der Diebe. Es ist allgemein bekannt, dass Bill Lasker, der Prinz der Diebe, in der Kanalisation unter Stedwick lebt. Ah, okay. Also da. Kein bisschen auffällig oder so. Ja, gucken wir mal. Guten Tag, wollt ihr etwas über die Arcomage-Meisterschaft erfahren? Wir haben es noch nicht einmal gespielt. Aber worum geht's? Um Arcomage-Sieger zu werden, müsst ihr in jeder Taverne auf, unter und im Kontinent von Erassia ein Arcomage-Spiel gewinnen. Es gibt 13 Tavernen, in denen Arcomage gespielt wird. Wenn ihr dies geschafft habt, solltet ihr zu mir zurückkommen, um eure Belohnung abzuholen. Allein schon über und unter Erassia klingt ein wenig so, als wenn das eine ganze Weile dauern könnte. Aber ja. Schreiben wir in unser Notizbuch hier rein. Und erledigen wir dann bei Zeiten. Erstmal wollten wir aber hier weiter gucken, was es noch so für Leute gibt. Geistesmagie-Experte. Genau das Einzige, was wir noch nicht auf Experte steigern können. Von den klerikalen Zaubern. Sehr gut. Körpermagie. 1000 Gold. Bruder Bomba. Meister der Körpermagie lebt in Tatalias. Prüfung. Im ganzen Land finden Prüfungen statt. Wenn ihr gut genug seid und ihr die Prüfung besteht, erlangt ihr Fähigkeitspunkte, mit denen ihr tun könnt, was ihr wollt. Das klingt schick. Oh, und wir haben einen neuen Händler. Das schreibt mir sogar jetzt gleich auf. Also, Erassia. Federn kaufen. Federn K 200. Und Pfeilspitzen verkaufen. Wart mal. Konnten wir nicht bei uns vor der Haustür quasi Pfeilspitzen kaufen? Das klingt doch mal sehr praktisch. Okay. Also wenn wir ganz dringend Geld brauchen, merken wir uns den Platz hier mit dem Apfelbaum, dem Brunnen und das Haus. Und da können wir die Pfeilspitzen verkaufen, die wir bei uns zu Hause kaufen können. Oh, schön, 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 schön. Seid gegrüßt. Ihr müsst die Herren von Harmondale sein. Ich bin Sammler seltener geschichtlicher bedeutender Gegenstände. Vielleicht könnt ihr mir etwas beschaffen. Was? Also, ihr seid die Herren von Harmondale, hm? Nach viel seht ihr ja nicht aus. Wir werden sehen, was der Lauf der Geschichte zeigt. Das ist schon mal eine sehr sympathische Einleitung für einen Auftrag, den du willst, dass wir für dich erledigen sollen. Ich selber bin Historiker und Sammler seltener historischer Gegenstände. Auch Lord Markham sammelt solche Dinge. Lord Markham war übrigens der das Turnier am Anfang veranstaltet hat, also die Schnitzeljagd, und dem wir quasi unsere Ländereien verdanken. Lord Markham sammelt solche Dinge und es gibt eine bestimmte Sache, die meine Sammlung vervollständigen würde, nämlich Parsons Federkiel. Der Kiel, mit dem der Vertrag von Pierpont am Ende des Ersten Holzkriegs unterzeichnet wurde. Ich weiß, ihr habt schon mit Lord Markham zu tun gehabt, so seid ihr schließlich die Herren dieses Landes geworden. Also, wenn ihr Lord Markham in Tatalia diesen Brief bringen würdet, würde ich sicher großzügig erweisen. Ich stünde sogar noch mehr in eurer Schuld, wenn Lord Markham euch dieses Artefakt wieder mitbringen würde. Ganz bestimmt würde ich dann eure heroischen Taten und Siege aufschreiben und kundtun. Das klingt doch wirklich nicht schlecht.
auch wenn es ein wenig verdächtig ist, dass der Brief einen Totenschädler-Siegel hat. Aber wenn wir in der Gegend sind, können wir den Brief überbringen. So, also bei den Privathäusern waren primär Lehrer, ein Händler und der Auftraggeber. Hier oben waren die Ställe und die Händler und die Akademie. Was haben wir hier Schönes? Nichts von Belang. Oh, das sieht wichtig aus.